bin auch nicht gewillt, jetzt meiner Brut, die ich ja schon, also dass ich diese Nattern, die ich an meinem Busen nährte, jetzt noch mal pfropfe, indem ich irgendwie jetzt noch dort Erbe hineinwuchte. Ja? Und also ich möchte nichts hinterlassen und der einzige Ausweg ist ja nur, indem man alles, was man hat, zu Lebzeiten verprasst. Indem man genau. wirklich, ja, kann ich allen nur zurufen, kauft 70 Kilo gelbe Gummistiefel, raucht, fresst, rumhuren, irgendwie, also ein exzessiver Hedonismus zur Bewahrung der Demokratie. Was Geileres gibt's doch eigentlich gar nicht. Voll. Finde ich auch. Ja. Und das Tolle ist auch, wenn du dann stirbst und du hast überhaupt nichts zu vererben, dann sind auch wirklich alle traurig. Keiner freut sich, dass du tot bist, weil er ein Erbe kriegt und eine Versicherung. Es hat auch noch einen positiven Nebeneffekt. Ah, klasse. Sandra, 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 Sandra.